Achso, doch, doch, Trefferpunkte. Was rede ich denn? Passt schon. So geil, dann jetzt komm her. Weiter geht's. Aber warum wird der nicht gestaggert? Ich meine, kann mir doch nicht erzählen. Hallo? Ich meine, das ist irgendwie ein bisschen sehr seltsam. Was ich nicht ganz verstehe, das ist irgendwie blöder angezeigt, wenn das nur mit diesen Donnerbalken gezeigt wird, wann der gestaggert ist. Ich meine, das ist ja, das ist wahrscheinlich was, über Zeit wird man dann merken, wie lange das dauert, aber so fürs erste Mal spielen ist das ganz schön kacke, weil ich ja gar nicht weiß, wann ich das erreicht habe, ne? Das ist ganz schön doof, finde ich zumindest. Also, ist wahrscheinlich wieder Geschmackssache, aber ich meine, ich habe ihn jetzt schon halb getötet und der ist einfach nicht gestaggert. Ich meine, hallo? Das ist schon etwas sehr irritierend. Wenn ich einen Gegner halb töte und der einfach nicht staggern will. Na komm her. Komm schon, ich meine, physisch bringt der Moment echt gar nichts. Magie bringt minimal mehr. Oh, endlich bist du geschockt. Haben sich jetzt auch deine Werte verändert? Physisch ist halbiert, das heißt, ich sollte mit Magie weiter angreifen. Das heißt, wir machen jetzt weiter mit Eisgar. Das sollte wahrscheinlich am meisten ziehen. Okay, 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 okay. Und dann weiter mit Angriff. Angriff, 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 Angriff. Gib ihm ordentlich. Was haben wir noch? Lightning besitzt die Fähigkeit, die Zeit zu... Okay. Aha, dann geht die Zeit langsamer vorbei. Okay, das heißt, wenn ich so mache... Okay, das heißt, im Schock habe ich quasi dann mehr vom Schock. Okay, das klingt zumindest interessant, weil jetzt kann ich ihm ordentlich Eis auf die Schnauze geben. Dann noch ein bisschen Eis rein hinterher. Komm schon, komm schon. Also es scheint je nach Angriffen auch ein bisschen zu ziehen, ne? Aber gut, weiter, weiter, weiter. Oh, war das ein guter Block? Ne, war ein schlechter Block. Oh Mann, komm her. Aber es ist auf jeden Fall actionorientiert, das Kampfsystem, mehr als die anderen, weil man mehr... Man hat quasi nicht mehr den ATB-Balken, also man hat schon ATB-Balken einzeln, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass man zum Beispiel wie in Final Fantasy X sieht man das immer so gut, wer dran ist und so weiter, sondern ist das hier wirklich anders, ne? Das merkt man halt sofort. Es geht hier vielmehr darum, die richtige Taste im richtigen Moment zu drücken, ist wahrscheinlich Geschmackssache jetzt nur vom Kampfsystem, aber wenn man sich hier einlebt, wäre das bestimmt recht spaßig. Also ich denke mal, so viel müsste ich wohl eingestehen. Dass es, sofern man es drauf hat und es einem zusagt, es definitiv gut sein kann. Aber gut, machen wir den mal kalt. Komm schon. Blocken. Zu früh? Ah, der war gut. Komm, 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 komm. Nicht den Rundschlag Lightning. Mach normale Angriffe. Komm schon. Nur das Laufen im Kampf finde ich irgendwie schwachsinnig, weil man da eh so arschlangsam ist. Überhaupt nicht Lightning-like, aber gut. Komm schon, komm schon. Super, er ist wieder geschockt. Das heißt, jetzt kann er wieder Eisgar drauf machen. Eisgar. Und das war's. Sauber. Wahrscheinlich gibt es eine Klasse, mit der man sich auch heilen kann und so, ne? Hm, schätze ich mal. Mann, war ich scheiße. Scheiße, war ich schlecht. Na, ja, kommt vor. Wahrscheinlich hätte ich das nochmal mit Zeitlupe besser machen können oder so, aber egal. Vielleicht hätte ich ihn damit auch schneller schocken können. Okay. Was war da mit 6 Uhr morgens? Ah, fuck, ich hätte erst den ganzen Text lesen sollen. Aber gut, gehen wir mal weiter. Wahrscheinlich wäre es auch sinnvoller gewesen, alle Gegner unterwegs zu besiegen, weil das garantiert noch ein bisschen Erfahrung bringt, aber... Nicht so mein Ding. Also eigentlich schon, alles zu besiegen, aber nicht unbedingt in der Demo. Oh, tut mir leid, Hope. Hab dich mitten im Satz unterbrochen, wie es scheint, ja? Hm, versuch's mal. Mhm. There's a lot of chaos building up back there. Yes, indeed. And snow's inside. Was soll das heißen? Ist er doch nicht Mittelalter? Jahrhunderte? Wie alt seid ihr denn bitte? The fuck? If it were anyone else, I'd say that was a given. Do you think it could have gotten to him though? Broken even his spirit? I hope not, but
irgendwie von der Story her scheint es für meinen Geschmack echt beschissen. Zumindest das, was ich jetzt so stückchenweise kriege. After coming all this way, I'm his last chance, damn it. I know what he's going through. The pain of losing Sarah. Ja, die ist ja, glaube ich, im zweiten gestorben, ne? Okay. Das war's jetzt? Ich meine. So she'll understand his pain? She thinks she's going to save his soul? Would you listen to this nonsense? Ugh, God turns her into the savior and it all goes straight to her head. Okay. Wow, das war aber irgendwie sehr kurz, ha? Scheint zumindest wirklich der letzte Teil endlich mal zu sein, aber... Scheint wirklich Majora's Mask-Syndrom mit dem Spiel zu sein. Naja... Ja gut, du kannst mir jetzt hier so viele Screenshots zeigen, wie du willst. Screenshots zeigen, wie du willst, aber... was soll ich dazu sagen, ne? Kämpfe in Echtzeit. Naja, naja, naja. Da war Fang. Coole Sache. Bin ich ein Fan von dieser Character Customization? Oh, Sass ist wieder da. Fang dabei ist, ist bestimmt ganz cool. Und da war der Typ aus 13.2, ne? Wie hieß er? Ich habe seinen Namen vergessen. Der hatte ein cooles Schwert, aber eine sehr seltsame Pluderhose. Hab seinen Namen. Noel hieß der, oder? Ich glaube. Noch mehr Trailer. Ach, machen wir noch ein bisschen was auf. Ich sag doch, sie sieht sowas von wie Cloud aus. Die Anlehnung, da habe ich schon seit Jahren drauf gewartet. Am 14.02. wird es released. Am Valentinstag. Ist doch, oder? Ich glaube. Okay. Ich denke mal, es ist endlich Zeit für mein Fazit zu dem Spiel. Ja, kannst du viel verbinden, wie du willst. Ich sage einfach mal, ich denke, ich werde mir dieses Spiel nicht kaufen. Zumindest definitiv nicht zu Release. Einfach, weil ich von 13.2 zu sehr enttäuscht war und nicht 60 Euro für ein Spiel ausgebe, wo ich denke, dass es das nicht bringt. Ich werde mir definitiv Reviews ansehen, ich werde mir keine Let's Plays ansehen, Gameplays wahrscheinlich nochmal, denn das Kampfsystem an sich hat mir gefallen. Es ist zwar was, wo ich deutlich gemerkt habe, dass ich keine Ahnung vom Kampfsystem habe, aber ich denke, mit etwas Übung macht das Kampfsystem bestimmt auch derbe Spaß, auch wenn es nur Lightning ist, dieses schnelle Paradigma wechseln. Es gefällt mir scheinbar auch mehr als das von 13.2. So viel denke ich, kann ich auch sagen. Weil das mit den Monstern und so fand ich einfach auch nur scheiße. Aber optisch macht das Spiel echt gar nichts her, weil es ist wirklich sehr schlecht gehalten. Ich meine, es kann natürlich auch daran liegen, dass Final Fantasy 13 von dem, was man in der Optik machen konnte und so, man konnte ja eigentlich nur laufen und dann hatte man sein Kampfsystem, deutlich simpler war. Aber das ist ein extremer Rückschritt, gerade für Square Enix ist das echt... Star Ocean 4 sieht besser aus und das ist von 2009 oder so und das ist auch Square Enix. Also da haben sie sich wirklich keine Mühe gegeben, so schön die Cutscenes auch sind, das Gameplay sieht nicht gut aus. Ansonsten, ich weiß es nicht, lasst mir gerne eure Meinung da. Ich denke, ich werde es erstmal sein lassen und später eventuell, ich meine 13.2 habe ich mir auch erst letztes Jahr ziemlich billig dann geholt für, ich glaube 25 Euro oder so, sogar noch in der Collector's Edition. Ne, Limited Edition, nicht die ganz große, die Minibox. Aber ja, auf jeden Fall, ich denke mal, so werde ich es mit diesem Spiel auch machen, wenn überhaupt. Aber gut, ich denke mal, das war genug von dieser Demo. Mehr gibt's auch nicht. Ich bin's hier und sage dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bis dann.